Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, wie es wohl wäre, wenn man immer jung bleibt? Diese hübsche Koreanerin hat es geschafft, zumindest äußerlich. Jetzt rate mal, wie alt sie ist. Das und wie sie es geschafft hat, erfahrt ihr in diesem Video. Los geht's! Suyin Lee, beruflich Zahnärztin, begeistert das Internet. Denn sie ist stolze 49 Jahre alt. Aber sie sieht aus wie Anfang 20. Viele Menschen mögen keine Zahnarztbesuche. Doch bei ihr dürften sich die Patienten um Termine reißen. Durch eine Fernsehshow erlangte sie Ruhm. Der ging es aber eigentlich um ihre 15-jährige Tochter, die sich über ihre selfie-süchtige Mutter beschwerte. Alles nahm eine überraschende Wendung. Nun hat sie über 100.000 Abonnenten auf Instagram. Sind wir mal ehrlich, man könnte glatt denken, dass die beiden Geschwister wären. Aber wie schafft sie es jetzt, immer noch so jung auszusehen? Vor vielen Jahren hat die Koreanerin ihre Ernährung umgestellt, benutzt nur noch maximal 3 Beauty-Produkte am Tag und geht immer positiv und stressfrei durchs Leben. Denn beim Lachen gehen die Wangen hoch und dann denken die Leute, die ist ja jung, so sagt sie. Außerdem hält sie sich mit Sport fit und trinkt ganz viel Wasser. Ein wenig hat schon der Beauty-Doc nachgeholfen, wie sie verrät. Ihre Fans stört das allerdings nicht. Ihre Geheimformel könnt ihr im Großen und Ganzen auch auf euer Leben übertragen, wenn ihr auch im Alter noch jung aussehen möchtet. Reduziere Stress, denn Stressmanagement kann man lernen und so die schädlichen Stresshormone im Blut senken, zum Beispiel durch die richtige Atmung. Treibe auch viel Sport und gehe regelmäßig laufen, denn das stärkt das Herz und hält dich schlank. Gesunde Ernährung, nicht rauchen und viel Schlaf ist dazu auch noch sehr wichtig. Vergiss auch nie, die Haut fürsorglich zu pflegen. Besonders Sonnenschutz ist ein wichtiger Punkt. Und zu guter Letzt, eine erfüllte Beziehung bzw. Freundschaften machen dich glücklich. Setz ein Lächeln auf und koste dein Leben in vollen Zügen aus. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, teilt diese beeindruckende Geschichte gerne mit euren Freunden und lasst dem Video gerne eine positive Bewertung da. Falls ihr Lust habt, könnt ihr euch auch ein weiteres Video von mir anschauen. Bis zum nächsten Mal, ciao!